einer Verspätung von 25 Minuten landeten die Hubschrauber mit Königin Juliana, Bundespräsident Heinemann, Prinz Bernhard der Niederlande und Frau Hilda Heinemann in Dillenburg. Strahlender Sonnenschein empfing die königlichen Gäste auf ihrer ersten Station in Hessen. Unter dem Willkommensbeifall der Dillenburger Bevölkerung begrüßte der hessische Ministerpräsident Albert Oswald die Königin und Bundespräsident Heinemann auf dem roten Teppich, den die Rotoren der Hubschrauber wenige Sekunden zuvor noch durch die Luft gewirbelt hatten. Aber bereits beim Empfang drängte das Protokoll und bereits wenige Minuten nach der Landung begann die Fahrt durch die Stadt, deren Bewohner Juliana und ihr Gefolge mit jubelndem Beifall begrüßten. Auf dem Wege zur ersten Station des Besuches der Stadtkirche aus dem 15. Jahrhundert fuhr die Königin durch das alte Dillenburg. Dabei konnte sie sich davon überzeugen, dass ihr Familienname Oranien besonders von der Dillenburger Wirtschaft als erfolgreiches Werbesymbol genutzt wird. In einigen Geschäften waren die Auslagen dem Besuch angepasst worden. Schon vor Tagen hatten sich die Chauffeure der Staatskarossen mit dieser Gasse vertraut gemacht, die als einzige die Auffahrt zur Kirche ermöglicht. In dem Gotteshaus sind im Chor und in einer zugänglichen Gruft zahlreiche Mitglieder des nassauischen Grafen- und Fürstengeschlechts beerdigt. So auch Wilhelm der Reiche und seine Frau Juliane von Stolberg, zu deren Nachkommen neben Königin Juliana auch Mitglieder zahlreicher anderer Familien des europäischen Hochadels gehören. Sie waren die Eltern Wilhelms von Nassau-Oranien, des Befreiers der Niederlande, dem die Holländer auch ihre Nationalhymne Wilhelmus von Nassau gewidmet haben. Die Königin, Prinz Bernhard und ihre deutschen Gastgeber wurden bei diesem Besuch vom Präsidenten der Landeskirche von Hessen und Nassau, Helmut Hild, geleitet. Nach dem Besuch in der Stadtkirche geleitete die Motorrad-Eskorte der Polizei die königlichen Gäste zunächst zur Wilhelmslinde. Hier empfing Wilhelm der Verschwiegene 1568 die Abgesandten der Niederlande. Bürgermeister und Rat der Stadt Dillenburg begrüßten Königin Juliana, Prinz Bernhard und Bundespräsident Heinemann. Das Datum der für die Unabhängigkeit der Niederlande historischen Begegnung ist auf einer Tafel neben der Wilhelmslinde festgehalten. Das kurze Wegstück von der Wilhelmslinde bis zum Wilhelmsturm der früheren Festung Dillenburg ging die Königin zu Fuß. Hier blickte sie hinab in das Tal zu Füßen des Wilhelmsturms und betrat dann den letzten erhaltenen Teil der alten Dillenburger Feste. Im Wilhelmsturm, der vor fast 100 Jahren von Niederländern und Deutschen gemeinsam errichtet wurde, befand sich die Königin in heimatlicher Atmosphäre. Hier ist jedes einzelne Ausstellungsstück mit dem Haus Nassau-Oranien verbunden. Das Gemälde zeigt die Ermordung Wilhelms von Oranien 1580 in Delft, die Festnahme des Täters und sein Geständnis. Er hatte im Auftrag der Spanier gehandelt. Vom alten Schloss ihres Vorfahren, der hier in den Jahren 1567 bis 1572 von den Spaniern vertrieben, die Befreiung der Niederlande vorbereitete, sah die Königin nur dieses Modell und einige alte Mauern.
Die gut erhaltenen unterirdischen Festungsanlagen standen nicht auf dem Besuchsprogramm. Wertvolle Dokumente, zum Teil vom Hauptstaatsarchiv zur Verfügung gestellt, zeigen, dass zur Zeit Wilhelms auf Schloss Dillenburg Weltgeschichte gemacht wurde. Nachdem er Dillenburg 1572 für immer verlassen hatte, verlor sich dieser Glanz wieder. Geblieben ist jedoch der Stolz, Stammsitz berühmter Adelsfamilien zu sein, die jahrhundertelang die Geschicke Europas bestimmten. Hier im Wilhelmsturm überreichte auch Bürgermeister Gerhard Beermann der Königin und Gräfin zu Nassau-Dillenburg, wie noch immer einer der offiziellen Titel lautet, das Geschenk der Stadt, eine wertvolle Originalausgabe der Nassauischen Chronik von 1617, in der die Königin über ihren Vorfahr Wilhelm nachlesen kann, was seine Zeitgenossen von ihm dachten. Abschluss des königlichen Aufenthaltes in Dillenburg war eine Stippvisite beim Landgestüt. Von der Ehrentribüne aus verfolgte die Königin die Vorführung der Reiter, die das kurze Programm eröffneten. Auch Prinz Bernhard, begeisterter Anhänger des Pferdesports, zeigte sich von den Darbietungen auf dem Gestützplatz sehr beeindruckt. Beinahe verschreckt reagierte die Königin, als die römischen Wagenfahrer ihre waghalsigen Vorführungen begannen. Hier war der Aufenthalt nur kurz. Mit Blumen und stürmischem Beifall verabschiedeten die Dillenburger ihre königlichen Gäste, die sich bei der Abfahrt nach Herborn nur mühsam einen Weg bahnen konnten. In Herborn, das auf besonderen Wunsch der Gäste ins Programm aufgenommen worden war, begrüßten im Hof der Hohen Schule Bürgermeister Karl-Heinz Becker und ein kleines Hessenpärchen die Gäste. Die drei Bären, Wappentiere Herborns, wurden der Königin für ihre Enkel überreicht. Geschenk der Stadt war diese Bronzeglocke aus der benachbarten Glockengießergemeinde Sinn. In dem alten Gebäude hatte Graf Johann, ein Bruder Wilhelms von Oranien, 1584 eine Universität gegründet, die zu einem Zentrum der calvinistisch reformierten Geisteshaltung wurde. Eine umfangreiche Ausstellung, zum Teil in Herborn gedruckter Bücher, Dokumente und Bilder, informierte die Königin und ihre Begleitung über die immer engen Verbindungen der erst 1812 von Napoleon geschlossenen Hohen Schule mit den Niederlanden. Ein eigens in das Programm eingesetztes längeres Gespräch der Königin mit hessischen Kirchenvertretern knüpfte an die theologische Tradition Herborns an, wo heute noch evangelische Pfarrer ausgebildet werden. In einem kleinen Saal des in mehrjähriger Arbeit restaurierten Gebäudes hatten die Stadtväter eine der alten Druckpressen aus dem 16. Jahrhundert aufstellen lassen. Ein Herborner Drucker fertigte hier, wie in alter Zeit, für Königin Juliana und den Bundespräsidenten Erinnerungsdrucke an.